So. Okay, die sind alle drei beim Unterhalten. Und einer hat sogar eine Ehefrau gekriegt, sehr gut. So, da geht es ja alle wieder an die Arbeit oder andere Sachen mal. Oh ja, er kommt mit drei Bögen an. Schon unterwegs! Schon unterwegs! Dann können wir jetzt Löwen wegschießen. Es war auch nicht die feine englische Art, aber die Löwen wollen uns genauso sehr fressen, wie wir sie loswerden wollen. Also ja, heutzutage gibt es bessere Arten, als die Löwen abzuknallen, aber damals ging das leider nicht besser. Beziehungsweise in diesem Spiel geht es nicht besser. Sie hätten Löwen auch einfach nicht böse machen können. Oder Tiere allgemein nicht. Zum Angriff! Nicht aufgeben! Angriff! Vorwärts! So. Damit sind wir die Löwen los. Und haben Platz für Weizenfelder. Ah, hier ist kein Platz für ein Weizenfeld mehr. Ah, da, doch, da. Na komm, das kriegen wir auch so reingequetscht. Dann haben wir nämlich hier sicherlich nochmal Platz für eins. So. Und dann noch ganz hinten ist sicherlich auch noch Platz für ein letztes Weizenfeld. Sehr schön. Okay, Weizen haben wir genug. Das heißt, sobald der Weizen reinkommt, können wir auch unser Brot kümmern. Alles klar. So, jetzt fehlt noch jeweils ein Trupp. Sofort. Dann können wir die Banditen auseinandernehmen. Wie viel Fisch haben wir denn jetzt noch? Ach, mehr als genug. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Das ging schneller als erwartet, aber wir können sie ja jederzeit wieder. Sofort. Neu graben. Wie ihr wünscht. Sobald sie erschöpft ist. Also ja, da das unsere einzige Eisenmine ist, haben wir ja keine andere Wahl, als die nochmal neu aufzubauen. Also neu auszugraben.
Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja gut, können wir jetzt leider noch nicht. Ei! Ach, hier oben sind schöne Ruinen. So, dann erhöhen wir auch den Sold. Können wir uns ja eigentlich ganz gut leisten. Ei! Jawohl! Seid auf der Hut! Verstanden. Ach ja, stimmt. Wir können auch einfach hier direkt raus. Gut. Und ja, wir verhandeln nicht mit Räubern oder Terroristen oder ähnlichem. Wir machen sie dann doch lieber platt. Verstanden. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Es gibt kein Zurück. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ja, Haki hat seine Jungs verloren. Verstanden. In den Kampf. Es gibt kein Zurück. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. So, das Territorium hätte ich da gerne. Wir brauchen eure Hilfe. Unsere Vorräte wurden von den Truppen geplündert, die einst dem Roten Prinzen dienten. Sie zogen mit ihrem Karren nach Norden. Bitte sendet uns Nahrung oder haltet diese Schurken auf. Ein Karren wurde ausgesandt. Verstanden. Vorwärts! Oh, oder wir halten die da auf. Können wir sie übernehmen? Folgt mir. Kämpft für die gute Sache. Nehmt alles mit! So, haben wir einen Karren mit Wurst. Nachdem wir unseren eigenen schon ausgesandt haben. Wie ihr wünscht. Alles klar. Kann ich den zurückrufen vielleicht? Nein, kann ich nicht. Beschützt dies! Seid auf der Hut! Jawohl! Na, jetzt habt ihr extra Wurst. Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Nun haben wir endlich etwas zu essen. Da auch die Bedrohung in der Schlucht bis auf Weiteres gebannt zu sein scheint,
werden wir sogleich Kontakt mit Basrima aufnehmen. Eine Eisenmine ist erschöpft. Schon unterwegs. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut. Das heißt, wir kommen hier wieder gut an Steinchen. Und ja, ich denke, weil ich es kann, nehme ich auch das Territorium hier ein. Unser Geologe alles begibt klar. sich zu einem Einsatz. Seht ihr? Fünf. Ei. Oh, Schafe. Ja gut, Schafe, die ich jetzt eigentlich nicht mehr brauche, für die ich auch gar keinen Platz habe. Ich frage mich gerade, wo der ihr Geologe... Achso, der nimmt Kontakt mit Basrima auf. Auch gut. Oh, die sind jetzt Verbündete. Das heißt, wir können ohne Hakim jetzt bei den Sachen kaufen. Schön. Ja, den Auftrag brechen wir sicher nicht ab, weil ich glaube, da ist das Geld futsch. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Deswegen schicken wir ja unseren Geologen hin. Wir haben, glaube ich, noch nie geguckt, wie der arbeitet. Da läuft er. Es gibt keine Rohstoffe mehr hier draußen. Doch, die gibt es. Unser Geologe muss sie nur finden. Fremder, die Mapa sandte uns eine Nachricht. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir nun nicht mehr alleine sind. Kommt zu uns. Wir benötigen eure Hilfe. Mhm. So, der soll erstmal... Ja, man hört, wie er in der Mine gräbt. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Gut. Sofort. Wie ihr wünscht. Ach ja, ich wollte alles das klar. Territorium noch einnehmen. Schon unterwegs. Alles klar. Verstanden. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Mhm. Diese Region ist unsicher. Die Route, die zu uns führt, wird belagert. Und wir stehen unter der Kontrolle fremder Krieger. Solange wir nicht Botschaft von unseren Freunden aus Imapa erhalten, trauen wir niemandem. Ja, das hatten wir eigentlich schon. Eile ist geboten. Die Peiniger werden Basrima in Kürze angreifen. Wir müssen ihnen bei der Verteidigung des Dorfes helfen. Eine Mauer würde uns zusätzlichen Schutz bieten. Aber unsere Steinmine ist versiegt. Helft uns, sie wieder in Betrieb zu nehmen. Mhm. Wir wurden von den früheren Gefolgsleuten des Roten Prinzen gezwungen, sie zu versorgen. Nun haben diese Schurken erfahren, dass wir euch zu Hilfe gerufen haben. Sie bereiten einen Angriff gegen uns vor. Sofort. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Und ja, das hier sind ja keine von meinen Soldaten hier. Das sieht man, sie sehen schon ein bisschen anders aus. Wir haben ein Territorium eingenommen. Schon unterwegs! Das Lagerhaus ist voll. Also das sollen wir beschützen. Schon unterwegs! Wir können da sogar Wurst und Fleisch kaufen. Verstanden. Hier oben gibt es aber auch noch ein... Wie ihr wünscht. ...Territorium. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Oh. Okay. Jawohl. Auf euren Befehl.
Ei, verstanden. Sofort! Auf euren Befehl.